Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit Martin. Martin Mundorf. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf. Wir sind halt in einer kleinen Runde zu zweit nur, weil es Montagmorgen ist und eigentlich alle gestresst in die Woche starten und ich und Martin uns hier aber im Kaffee am Computer befinden, den Stress jetzt erstmal vergessen und stattdessen über die Antike reden heute ein bisschen. Martin als unser Mann für die längst vergangenen Zeiten. Oh Gott. Du bist schon unsere Ausrede, über die Antike zu reden. Weißt du, dich einzuladen ist bei uns so ein guter Grund. Ich freue mich dann richtig, ich darf mal wieder über die Antike reden. So. Ja, obwohl, ich meine, und das trotz, wie du mir gerade im Vorgespräch verraten hast, dass Graecum dich abgeschreckt hat. Ich habe es auch nur mit Ach und Krach geschafft. Also das war mehr ein Gnadenakt. Aber du hast ein Graecum, verstehst du? Deswegen bist du hier absolut überqualifiziert für das Thema. Das Irrsinnige ist, wir hatten uns ja vorgenommen, vielleicht ein bisschen lockerer zu sein. Deswegen kann ich ein bisschen was erzählen. Wie es im Leben eines Studenten geht. Ich hatte das Graecum abgeschlossen und habe mir damals vorgenommen, nie wieder lerne ich irgendeine Sprache mit komischen Buchstaben oder so. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich im Studentenwohnheim eine Russin geküsst und saß ein weiteres halbes Jahr später in der Veranstaltung. Ich hatte mein Studium beendet, ich brauchte das nicht. Russisch für Anfänger und habe ein Semester Russisch gehabt. Was die Liebe nicht alles kann. Wir haben uns so ein bisschen grobes Überthema überlegt für die Folge heute. Ich will ein bisschen über Geschichtsbilder der Antike mit dir sprechen. Mein konkretes Beispiel, das ich für heute vorbereitet habe, ist Sparta, die spartanische Gesellschaft, unser Bild von Sparta auf die Vergangenheit und 300 ein bisschen der Film und wie weit das von dem aktuellen Forschungsstand bei dem Thema vielleicht entfernt ist. Das Ganze werden wir nicht so geordnet angehen wie vielleicht sonst, sondern gerne ein bisschen chaotischer mit ein paar mehr Ausflügen. Martin hat auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ich kann es ganz kurz anreißen. Vorbereitet ist eigentlich zu viel gesagt. Zwei Autoren, also deutsche Historiker, in Anführungszeichen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, viel für das antike Verständnis getan haben, die man allerdings nicht ganz unkritisch sehen sollte. So. Ja, aber das passt alles ja irgendwie zusammen, glaube ich. Was denn dein Sparta-Bild? Du hast das vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du mal zu Sparta auch dich im Studium mal beschäftigt hast vor längerer Zeit. Also es ist so, in einem Magisterstudium damals schreibt man eine Zwischenprüfung und in meinem Hauptfach Alte Geschichte schrieb ich die bei Professor Dr. Dr. Klaus Rosen. Wer sich für alte Geschichte interessiert, wird den Namen irgendwann mal gehört haben, weil das ist einer der führenden Dings, der als Emeritus damals in Bonn immer noch Vorlesungen hielt. Und bei dem habe ich dann Zwischenprüfung geschrieben und das war über Lykurg, der antike Geschichtsschreiber Polybios hat immer vergleichende Biografien geschrieben. Ein Griechen, ein Römer nebeneinander gestellt und die verglichen. Und in guter alter Penäler-Manier habe ich aus Langeweile und mal gucken, wie weit man den Professor ein bisschen von seinem Konzept abbringen kann, bevor er reinkam, aufs Pult die Frage hingelegt, hätte Polybios, wenn er gekonnt hätte, Winston Churchill und Konrad Adenauer verglichen? Fragezeichen. So, und Professor kommt rein, meine Damen und Herren, ein Zettel und liest das vor und dann hat er gesagt, ja, vielleicht hätte er Churchill mit Hitler verglichen und schwifft dann ab wieder in die Geschichte. Wir haben den Professor Rosen unter uns Kommilitonen immer den Highlander genannt. Es kann nur einen wahren geben, weil wir das Gefühl hatten, der war dabei. Kennst du vielleicht Linear B-Schrift, also die Vorläufer des Griechischen? Wir waren uns sicher, der Rosel, der hat sein Abiturzeugnis in Linear B-Schrift noch ausgefertigt bekommen, weil er so eloquent war. Dabei. Ja.
Ich glaube, Polybius hätte tatsächlich einen YouTube-Channel gemacht heutzutage, weil dieses zwei prominente Gestalten der Geschichte vergleichen und das als Format zu etablieren oder dieses bekannte Format so auf diese, na, also er ist ja der Biografieschreiber, der Vergleichende jetzt im Nachhinein. Das ist auf jeden Fall was sehr YouTube-fähiges. Er hat da so ein Format, was sehr populär Historie, er hat Populärgeschichte seiner Zeit ja betrieben auch. Ja. Und Ja. Naja, jedenfalls bei Rosen schrieb ich dann über Lycurg. Und Lycurg hat, also es gibt in der Geschichtswissenschaft den Fachbegriff des Protosheuretes, also des ersten Erfinders. Das heißt eigentlich, das ist eine Person, auf die verschiedene Sachen projiziert werden, so dass man später sagt, der hat das eingeführt, der hat das und das gemacht. Das hat man auch im antiken Athen, da war es Solon, der Gesetzgeber, die solonische Verfassung und solonische Reform. Und dasselbe hat Lycurg auch gemacht. Da heißt es dann in der alten Geschichtsschreibung, das geht alles auf Lycurg zurück, wie das in Sparta organisiert ist. Meine älteste Erinnerung, um deine Eingangsfrage zu beantworten, wo mein Sparta-Bild herkommt, aus einem PM-Heft, PM-Magazin aus den 90er Jahren. Das war jetzt nichts Anzügliches, das war so populärwissenschaftliche Dingens. Und da hieß es Sparta, Doppelpunkt, Athens böser Nachbar. Also, dass das immer so als Antipode, also Antipol zu Athen gesehen wird. Athene, die etwas, naja, kultivierten, die Philosopher, die Denker. Und die Spartaner, die, darf man das sagen, so halbschwule Kämpferkaste, also Knabenliebe, Militärstaat, verächtlich auch den Frauen, den eigenen Mitmenschen gegenüber, den Periöken und ja. Ja. Da ist ja ungefähr mein Sparta-Bild. Ungefähr. Ich denke, das ist deutlich näher an der Realität dran, als dieser 300-Film es darstellt, sagen wir so. Ich habe mich die letzte Woche jetzt ein bisschen mit aktueller Sparta-Forschung beschäftigt, weil mich das schon länger auf der Seele juckt, dass ich immer wieder Sparta und spartanische Symbole und solche Sachen jetzt vor allem seit dem 300-Film im Internet auch, in der Meme-Kultur und in anderen Bezügen, in Bezug der Neurechten, so wenn man sich die Symbolik der Identitären anschaut, die ganz stark auf die Thermophilen und eben dieses Lambda der Spartaner anspielt. So Sprüche wie komm und hol sie dir Aufkleber auf Autos von den Rechten in Amerika, quasi von der Waffenlobby verteilt werden, um die quasi gegen Waffenkontrollen Propaganda zu machen, und da wird immer wieder Sparta herangezogen, immer wenn es um die Verteidigung des Westens geht, immer wenn quasi Leute die Festung Europa verteidigen wollen oder der amerikanische Soldat im Irak hat sich gern mit spartanischen Symbolen geschmückt, und es gibt quasi auch im modernen amerikanischen Militär, jetzt ganz abgesehen von der Rechten in Europa, eben eine moderne Tradition, sich auf Sparta und sich mit Sparta gleichzusetzen, die bis in die Unabhängigkeitskriege der Amerikaner zurückgehen, wo quasi die Engländer als die Seemacht mit Athen gleichgesetzt wurden und die 13 Kolonien als Landmacht mit Sparta. Also da wurden solche Analogien von den Gründungsvätern schon bemüht. Und das hat sich dann verkehrt, weil natürlich heute Amerika die internationale Seemacht ist oder im Kalten Krieg dann war. Und dann wurde Sparta zum Äquivalent zur bösen Sowjetunion gemacht zwischendrin, bevor es jetzt wieder neu entdeckt wurde. Die Landmacht Sowjetunion gegen die Seemacht Athen, die Verteidiger der Demokratie der Amerikaner. So eine ganz spannende Verwechslung innerhalb von ein paar hundert Jahren, und dann jetzt wieder der Turnus zu, wir sind eigentlich die Spartaner, weil wir verteidigen den Westen vor den Barbaren aus dem Osten, wie das die Spartaner in den Thermophylen gegen die Perser getan haben. Ja, und dieses Bild wird natürlich, oder ist in alle unsere Bilder mit Leonidas und dem 300-Film, du hast vorhin gesagt, du hast ihn nicht gesehen, was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich mir sicher war, dass ihn jeder gesehen hat damals. Das ist ein Hobby von mir, Filme nicht gesehen zu haben. Ich habe eine Menge Filme in meinem Leben gesehen, aber selten die, über die andere Leute mit mir reden wollen. Ja, perfekt, dass ich dich dann hier heute zur Folge eingeladen habe. Ja. Ja, also alle, die 300 nicht gesehen haben, vielleicht der Spannende. Es ist ein Film, der mit PlayStation 3 Grafiken arbeitet, hauptsächlich extrem
in der Bildsprache extrem künstlich wirkt. Alle Männer haben 8-Packs, tragen Speedos und lange Leder-Speedos und lange rote Mäntel und ja, sind extrem männlich, sind überhaupt nichts mit Knabenliebe, wie du das vorhin beschrieben hattest, auch nichts mit Männerliebe, sondern sie sind die heterosexuellsten Spartaner, die jemals dargestellt wurden in der Popkultur, sind die von 300. Und die kämpfen dann eben heroisch im Mann gegen Mann gegen die unehrenhaften Barbarenhorden aus dem Osten, so fantasymäßig. Das Ganze basiert natürlich auch auf einer Graphic Novel und hat damit diesen Comicbook überzeichneten Stil. Also die Monster, die da kommen und gegen die Spartaner kämpfen, sind nicht nur Perser, die da ankommen, sondern quasi so Herr der Ringe-mäßige Olifanten, die gegen die da kämpfen und Einhörner mit fünf Hörnern, so Urzeittiere und alles rennt da quasi an. Die Horden und die Spartaner kämpfen halbnackt mit ihren Speeren. Das klingt so nach hier diesem Game of Dingenskirchen da, was ich auch nicht gesehen habe, aber Drachenfabelwesen so halbnackt. Ah, du meinst Game of Thrones? Nee, Also 300 ist schon in seiner Ästhetik und es geht, also du hast ganz viele Kampfszenen. Der ganze Film besteht eigentlich nur aus Kampfszenen. Also so zum großen Teil aus so Slow-Mo-Sprüngen über Schildwelle und ist alles ganz toll stilisiert und erregt 15-jährige Jungs ganz unglaublich. Aber es ist in seiner Bildsprache auf jeden Fall sehr faschistoid. Und diese Vereinnahmung durch rechte Kreise seit dem 19. Jahrhundert schon, aber eben auch vermehrt seit den 90er Jahren nochmal, hat dazu beigetragen, dass gewisse Aspekte der spartanischen Kultur in dieser populärwissenschaftlichen Vorstellung ganz stark hervorgehoben werden, weil die sehr gut reinpassen in dieses Konzept. Und der ganze andere Rest wird halt unten runtergefallen. Also alles, was nicht damit in dieses Bild reinpasst, dass da 300 Spartaner in den Thermopylen quasi den Westen gerettet haben, alles, was über das hinausgeht, wird gerne ausgeblendet. Ne? Also zum Beispiel, also würde Sparta, würde ich jetzt so überschreiben, also nicht den Film, sondern also, das, was das ich weiß. Das echte Sparta? Ja, eine homoerotisch angehauchte Wehrsport- nicht Familie, sondern, ja, wie nennt man das? Kommune. Genau, homoerotische Wehrsportkommune. Spannende Beschreibung. Der Wehrsport wird heutzutage von der Forschung zum Beispiel extrem in Frage gestellt. Fand ich extrem spannend bei der Recherche. Tatsächlich gibt es ganz wenige Quellen, da komme ich gleich noch dazu, dass es sowieso ganz wenige Quellen zu Sparta gibt und quasi keine von Spartanern selber, sondern alle nur von Außenseitern. Hauptsächlich von Athenern, die über ihre Feinde schreiben und ein paar Römer, die dann später rückblickend über Sparta schreiben. Aber dass die Spartaner scheinbar keinen Wehrsport gemacht haben. Also sie haben keine organisierten Übungen mit Waffen ausgeführt. Sie haben gejagt, sie haben Sport gemacht. Das Ganze muss man sich viel aristokratischer vorstellen und weniger spartanisch wie in unserer Vorstellung, sondern eher so, du hast eine aristokratische Oberschicht, die ganz klassisch nach dem altgriechischen Ideal jagt, sich als die Nachfahren von Herkules stilisieren, die zurückgekommen sind, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen an der Spitze ihrer Gesellschaft, auf einer ganz breiten Sklavenbasis eben leben und deswegen sich es leisten können, zu jagen, Sport zu machen. Sie haben auf jeden Fall Ringkampf, Boxen und sowas war schon dabei. Aber es ging eben nicht darum, irgendwie mit den Waffen besonders viel zu trainieren. Das wurde auch als quasi unaristokratisch eher, ne? Sondern es ging darum, dieses klassische Bild von dieser Wehrsportgruppe wird da schon stark in Frage gestellt, auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut. Und tatsächlich ging es eher halt um Mut und darum, Hunger aushalten zu können. Und also es wurde viel mehr auf dieser moralischen Ausbildung des Menschen Wert gelegt, wie auf der eigentlichen Phalanxübung. Und tatsächlich hatten die Spartaner auch immer wieder Probleme, so Sachen wie das Wechseln von Flügeln oder das Austauschen von Einheiten auszuführen, wo eine römische Legion später also gar kein Problem hätte. Also was die im Halbschlaf morgens um 3 ausführen, so, ne? Kohortenwechsel. Da gibt es Beispiele aus Schlachten, muss da wahrscheinlich rausgesucht, wo die Spartaner da dran scheitern an solchen Manövern. dann gegen die Athener verlieren zum Beispiel. Der große Ruhm geht tatsächlich selbst in der Antike schon hauptsächlich auf dieses Selbstopfer in den Thermopylen zurück, wo gesagt wurde, die 300 Spartaner haben nicht aufgegeben, sondern haben bis zum Tode gekämpft. Und das war das in der Antike schon dieser Mythos, der Spartaner kämpft bis zum Ende, er ergibt sich nicht.
Dabei gibt es alle 30 Jahre in der spartanischen Geschichte ein Beispiel, wo sich eine spartanische Armee ergibt. Alle 30 Jahre. Also es ist wirklich, du hast 200-300 Jahre, wo du regelmäßig Gegenbeispiele hast. Die Athener haben regelmäßig spartanische Kriegsgefangene auch in den Peloponnesischen Kriegen gemacht und so. Ja. Und diese Idee, dass da immer bis zum Tode gekämpft wird, das gibt dieses eine Beispiel davon tatsächlich. Ja. Ja, da kann man mal sehen, wie dann entweder Selbstdarstellung oder singuläre Ereignisse das Geschichtsbild nachhaltig prägen. Auch wenn da vielleicht ganz andere Einflüsse dafür Grund waren. Ich meine, irgendwo wird es ja hergekommen sein, dass überhaupt so ein Bezug zu diesem Kampfhaften irgendwie, also dass das so eine wichtige Rolle spielt in der Rezeption. Ich glaube, was viele Leute auch oder fasziniert, also einmal dieses vermeintlich Martianische, dieses Kämpfende, aber dann auch dieses Ausschließen, also die Periöken und Heloten, also dass ich diese Abstufung in dieser Gesellschaft um die Spartaner drumherum habe, also dass das quasi auch als Markenkern Spartas wahrgenommen wird und dass beides zusammen irgendwie funktioniert. Also es sind nicht nur wehrhafte Kämpfer, sondern auch Unterdrücker und Apartheidler irgendwie. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sie sind eine der Gesellschaften, die historisch eins der höchsten Verhältnisse von versklavten Menschen zu Sklavenhaltern hatte. Also es gibt da verschiedene Hochrechnungen, es ist extrem schwer, das zu berechnen, aber wir können quasi aus den Kriegszügen ein bisschen schließen, wenn die Spartaner sagen, sie kamen mit 1000 Spartanern, was die Vollbürger quasi nur wären, 5000 Perioken, was dann die Bufferzone um Sparta herum ist von nicht Vollbürgern, aber Bürgern, die halbwegs noch ein normales Leben führen unter dieser Herrschaft, die Handelsrechte haben, die gewisse, also in ihren Dörfern und kleinen Städten oder auch größeren Städten wie Argon dann außenrum wohnen. Und dann hast du die Zonen, wo die Heloten leben, wie du schon gesagt hast. Und die Heloten sind die Teile, die von den Spartanern in den Kriegen im 6. Jahrhundert, 7. und 6. Jahrhundert unterworfen wurden. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja, ich glaube, 6. und 7. ist vielleicht... Der erste messianische Krieg war 743 bis 725 vor Christus. Vor unserer Zeit, genau. Und dann der zweite messianische Krieg war 670 vor Christus. Also in der ganz frühen griechischen Grauzeit bin ich auch kein Experte. Ich habe es ja mehr mit dem anderen Ende der Antike. So früh, das ist ja... Ich glaube, die Dichterin Sappho hat ja um die Zeit gewirkt, eine der wenigen weiblichen Literaten der Antike. Fällt mir gerade ein. Bei so viel Männlichkeit. auch mal ein weibliches Beispiel. Wir werden nachher auch noch ein bisschen, ich habe auch was zu den Frauen in Sparta vorbereitet, weil das auch eine spannende Frage fand. Die Quellenlage ist sehr schwer zu der Zeit. Vor allem in der frühen Zeit haben wir ganz wenige Quellen und die archäologischen Ausgrabungen der letzten 20 Jahre haben viel, was vorher als Standardwissen über Sparta galt, auch nochmal in Frage gestellt. Es gab quasi immer dieses Bild, dass da ursprünglich wir eine mycenische Kultur hatten, geprägt und dann irgendwann die Dorer eingewandert sind und das Ganze übernommen haben. Scheinbar aus dem Norden und sich dann auf einmal alles, wir haben auf einmal barbarische Töpfe und barbaren Schwerter, die so ähnlich aussehen wie die aus Deutschland und haben dann auf einmal quasi so einen Kulturwechsel, der scheinbar wahrgenommen wurde und der jetzt aber von der Archäologie, also wusste ich selber vorher auch nicht, jetzt extrem in Frage gestellt wird, weil es da viel mehr Kontingenz gab von der Bevölkerung her. Die dorische Wanderung hat es nicht gegeben, zumindest nicht so wie bislang immer angenommen. Ja, genau, das ist so eins der Standards. Also, wenn du diese drei Säulentypen aus dem antiken Griechenland lernst am Anfang, dann hast du die älteste Säule eben die dorische Säule. Und man lernt auch manchmal, wenn man sich so mit Mythologie beschäftigt, dass quasi das Fressen der Kinder, wir haben ja quasi immer wieder das Verspeisen der Kinder in der Mythologie. Am Anfang haben wir, korrigier mich da jetzt bitte, ganz am Anfang haben wir Gaia und Jupiter. Jupiter ist eine römische Version von Zeus. Du meinst Erdmutter Saturn. Gaia. Gaia und Saturn. Gaia und. Uranus, Kronos, einer von diesen Titanen. Also noch keine Götter, die. Das wäre die zweite Generation dann.
Naja, die, also die Götter, die gibt es aber davor, gibt es diese Ur-Titan-Dinger, die Titanen. Und da war Gaia, die Erde. Und das sind die Kinder von Gaia, glaube ich. Ja, meine ich. Ja, ja, also wir haben die erste Generation, wo irgendein Himmelskörper mit Gaia quasi die ersten Kind, die erste Generation der Titanen zeugt, oder die Titanen zeugt, glaube ich. Ne? Also Kronos und die Leute. Ja, Uranus müsste das sein. Ja, Uranus könnte gut sein. Und der frisst aber immer die Kinder und dann versteckt die weibliche Gottheit irgendwann ihre Kinder, damit sie nicht mehr gefressen werden. Und dann töten die ihren Vater und werden quasi die nächste Generation der Götter. Das Ganze wiederholt sich immer weiter, bis dann irgendwann Zeus übernimmt und so weiter. Ja. Deswegen muss sich Zeus als Kind auch in der Höhle verstecken, weil er sonst von seinem Vater gefressen wird. Und diese mythologische Abfolge wurde gern präsentiert als Beispiel für die drei verschiedenen Einwanderungsphasen nach Griechenland, dass quasi ursprünglich Gaia verehrt wurde und die Himmelskörper und dann kam die nächste Generation von Göttern durch eine Invasion und jedes Mal wurde die Mythologie so weitergesponnen, damit das Ganze in einem logischen, in einer Kontinuität steht. Und jetzt sagt die Archäologie aber eigentlich eher, es gibt eine Kontingenz von den Leuten, die da gelebt haben, es gab einen kulturellen Wechsel. Aber man kann viel eher davon ausgehen, dass die gleichen Leute da in der Bronzezeit wie zur Zeit Spartas später gelebt haben, aber sich einfach kulturell anders wahrgenommen haben und es eher sicherlich vielleicht auch Teile, neue Leute gab, die dazugekommen sind von außen, aber dass die grundsätzlich nicht da alle weg, wie man es jetzt nennt, geht der Bauer weg von seinem Land. Meistens bleibt der Bauer auf seinem Land sitzen, egal wer da hinkommt und da anfängt zu herrschen und wer dann eine andere Sprache spricht. Und das gilt für England im Mittelalter, genauso nach der Übernahme durch die Normannen, wie das eben in der Bronzezeit und davor auch schon galt. Wenn du ein schönes Stück Land hast, ist es dir egal, wem du Steuern zahlst, du bleibst auf deinem Stück Land. Und der das übernimmt, will eigentlich auch den Bauern nicht töten, weil wer kümmert sich denn sonst um dieses Stück Land? Er will doch einfach nur Steuern bekommen. Und diese Logik steckt ja ganz tief drin seit ganz am Anfang, ne? Seit den linear A- und B-Täfelchen, die du erwähnt hast, die größtenteils sich darum kümmern, wer wie viel Steuern bezahlt hat. Das ist der Anfang der europäischen Schrift. Ich sage es immer wieder gerne. Die erste Schrift auf diesem Kontinent wurde dafür begründet, um klarzumachen, wer wie viel Steuern zahlt. Und dann wundern wir uns, warum das Finanzamt hier in Deutschland so ist, wie sie ist. Guckt mal in die Geschichte. Wir können nur Romane schreiben, weil irgendwann mal jemand seine Steuern zahlen musste. So. Ja. Schön vereinfacht dargestellt, aber ja. Danke. Geschichtspopulismus am Werk hier. Naja, und du hast vorhin angesprochen, Lykurgus und Sparta und dieser mythologische Verfassungsgeber von dem allen. Das ist ganz, wie du gesagt hast, eben, vielleicht gab es irgendwann mal jemanden, der Lykurg hieß oder irgendwas gemacht hat. Möglich, aber es gab auf jeden Fall nicht diese eine Wunderfigur, die komplett die gesamte Verfassung und den ganzen Staat aus dem Nichts gestampft hat und alle Probleme behoben hat, für die Jahrhunderte später noch Lösungen gefunden werden müssen. Also wenn alle Probleme durch Lykurg behoben wurden, warum haben die Spartaner danach so viele Probleme? Was an der spartanischen Gesellschaft ganz spannend ist, durch diesen Bezug auf Lykurg haben sie einen extremen Konservatismus sich angeeignet und waren extrem gegen Neuerungen und hatten eben diese Sklavenhalter-Mentalität tatsächlich, diese, wir sind die Oberschicht, wir machen Sport und gehen jagen und haben, weiß nicht, Lieder und was weiß ich was, aber Sparta hat sich durch diese Sonderrolle im Vergleich zu anderen Stadtstaaten, du musst dir vorstellen, die meisten Stadtstaaten hatten um die 100 Quadratkilometer an Territorium. 90% der Polisse. Und Sparta hatte 8000 Quadratkilometer. Das heißt, Sparta ist 80 Mal größer als 90% der kleinen Stadtstaaten, die zu der Zeit in Griechenland existieren. Ja, das ist ja die Peloponnes, also die unten diese Halbinsel, die nur an einer Stelle so eingeschnürt mit dem Rest verbunden ist. Und ich glaube, Sparta heute ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein kleines, verschlafenes Provinznest. Man kann sich das gar nicht so visualisieren. Das heißt, glaube ich, Sparti jetzt. Ja, im Neugriechischen, ja.
Neugriechischen, ja. Aber das ist ganz spannend, das ist ganz gut. Wenn man über das neue Stadt redet, kann man Sparti sagen. Und wenn man über die alte Stadt redet, kann man Sparta sagen. Das vermeidet schon einige Verwirrungen. Das Problem ist, dass Sparti eben am gleichen Ort sitzt wie Sparta und deswegen Ausgrabungen sehr selten passieren, weil die immer, also da ist halt, wenn dann Olivenhain drauf und über alles gehört jemand und die Leute müssen halt Bock drauf haben, dass da 20 Jahre ausgegraben wird und das haben halt nicht so viele Leute. Ne? Ja. Obwohl andersrum, es gibt ja auch Städte, die liegen auch da, wo das antike Pendant gelegen hat und da wird ständig gegraben. Aber wahrscheinlich ist, ich meine, das ist griechische Provinz. Griechenland ist eh ein Land mit gewissen Problemen in der jüngeren Vergangenheit. Wirtschaftlich weiß ich nicht, wie es den Griechen geht. Ich weiß nicht, wie es auf der Peloponnes aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute da alle möglichen Sorgen haben, aber nicht, dass jetzt irgendwie das Deutsche Archäologische Institut da anrückt und mal eben den Olivenhain umpflügt für 10 Jahre. Ja, genau. Das wird ein großer Teil des Problems sein. Das ist sehr gut beschrieben. Ja, und die Spartaner haben aber halt sehr wenig über sich selber geschrieben. Und wir wissen über sie, das heißt, wir haben dieses Problem schon in der Antike, dass wir eigentlich nur Propaganda kriegen. Wir kriegen eigentlich nur von athenischer oder römischer Seite über die Spartaner geschrieben und meistens von Leuten, die zur Zeit der Demokratie in Athen die Demokratie als gegeben vorhersetzen und sich Sparta als das große Andere, als den bösen Feind auf der einen Seite anschauen und auf der anderen Seite aber auch als das oligarchische Ideal, das quasi alle Fehler nicht hat, die die Demokratie hat. Die Art, wie da die Athener quasi über Sparta reden, erinnert mich ein bisschen, wie manchmal moderne westliche Medien über China reden. Guck mal, China ist alles so geplant, guck mal, wie organisiert, guck mal hier, also wie auf die chinesische Propaganda auf eine Art und Weise auch ein bisschen reinfallen. Das eigene System kritisiert sich halt immer am leichtesten, indem er auf den anderen zeigt und sagt, guck mal, was mit denen besser funktioniert als bei uns. Also das, wenn du China bewerten würdest mit größtenteils Artikeln aus der westlichen Presse über China oder so, also amerikanische Artikel aus dem Jahr 2022 über China. So, also kommt drauf an, welche Artikel, du schüttelst den Kopf. Ich meine, ich unterliege ja der gleichen Presseflut wie du und wahrscheinlich viele Amerikaner, also als Teil des Westens irgendwie. Ich habe trotzdem berechtigte Zweifel an China, dass da alles so super ist. Ja, absolut. Die hatten die Athener bestimmt auch, wenn sie diese Artikel damals gelesen haben. Das Problem ist, weil das die einzigen Zeugnisse sind, die danach übrig bleiben. Ich lese dir einen kleinen Absatz. Ich habe das einzige Zitat, das ich heute mitgebracht habe, ist ein kleiner Absatz aus Xenophon, nämlich die Konstitution der Lakedaimonia. Lakedaimonien, ein anderer Name für Sparta, für die Region. Das Gebiet, ja. Genau, ja. Und die wurde auch über die Lakedaimonia genannt, wenn sie nicht die Sparta. Ja. Zitat. Eines Tages fiel mir auf, dass Sparta, obwohl es zu den am dünnsten besiedelten Staaten gehört, offensichtlich die mächtigste und berühmteste Stadt Griechenlands war. Und ich fragte mich, wie das geschehen konnte. Aber als ich die Institution der Spartaner betrachtete, wunderte ich mich nicht mehr. Lykurg, der ihnen die Gesetze gab, die sie befolgen und denen sie ihren Wohlstand verdanken, betrachte ich mit Verwunderung. Und ich denke, dass er die äußerste Grenze der Weisheit erreichte. Denn er ahmte nicht andere Staaten nach, sondern entwarf ein System, das sich von dem der meisten anderen völlig unterschied und machte so sein Land überragend wohlhabend. Ich beginne mit der Zeugung von Kindern. Klar. In anderen Staaten leben die Mädchen, die dazu bestimmt sind, Mütter zu werden, und die nach der anerkannten Art und Weise erzogen werden, von der einfachsten Kost und mit einer äußerst spärlichen Zuwendung von Delikatessen. Wein wird entweder gar nicht getrunken oder, wenn er ihnen erlaubt wird, mit Wasser verdünnt. Die übrigen Griechen erwarten von ihren Mädchen, dass sie das für Handwerker typische sesshafte Leben nachahmen, sich ruhig verhalten und Wollarbeiten verrichten. Wie kann man dann erwarten, dass die Frauen, die so erzogen wurden, gute Kinder gebären? Aber Lykurg hielt die Arbeit der Sklavinnen für ausreichend, um Kleidung zu liefern. Er hielt die Mutterschaft für die wichtigste Funktion der freigeborenen Frau. Und dann geht es darum, was die für tolle Sportübungen machen. Wenn ich da ganz kurz meine Fußnote dazu setzen kann, weil mehr fällt mir da auch nicht ein. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben, in einer solchen Quelle irgendwann mal, dass die Mädchen auch die Haare kurz geschoren bekommen haben, um so jungensähnlich wie möglich zu sein und auch selber mit trainiert haben, was auch immer. Und dass es für alle so eine Art Blutwurst zu essen gab. Oh ja, die schwarze Suppe, die ist ganz berühmt. Genau. Die schwarze Soße.
Das ist irgendwie so Blutklumpensuppe, die Spartaner anscheinend gegessen haben und die dann irgendwann mal ein anderer Grieche, ich glaube es auch bei Xenophon, auf einem gemeinsamen Schlachtzug probiert hat und hat danach gesagt, jetzt wundert mich nicht, warum die Spartaner nichts mehr fürchten. Also wenn das Essen schon so schrecklich ist, dann ist der Tod auch nicht schlimmer, sozusagen. Das gibt's aber auch bei Asterix und Obelix. Wir wollten ja auch ein bisschen populärwissenschaftlich heute unterwegs sein. Die römische Antike wird durch Asterix und Obelix gesehen. Wo Asterix dann sagte, oder wo Asterix und Obelix dann in die römische Legion eintreten, gibt ja ein Album oder ein Dings und auch ein Film. Und Asterix dann sagt, ach komm, Obelix, wir werden das Essen, die römische Armee, je schlechter das Essen, desto besser die Armee. Und dann probiert er davon und ist angewidert und sagt dann, ich hätte nie gedacht, dass die römische Armee so gut ist, weil das Essen halt so schlecht ist. Ja, absolut. Du hast es gerade schon mit den Frauen angesprochen in Sparta auch. Was ich an dem Zitat spannend fand, war, dass es einfach eine sehr oberflächliche Verteidigung der Sklaverei ist, weil er sagt, guck mal, wie toll denen ihre Kinder sind, weil denen ihre Frauen müssen nicht zu Hause Kleider spinnen, die haben Sklaven, die das für sie machen. In Athen gab es natürlich auch Sklaverei. Einer der großen Unterschiede war, dass du in den meisten oder in allen Polis in Griechenland keine Sklaven töten durftest. Das war quasi, es gab ein göttliches, religiöses sozusagen Gesetz dagegen, Sklaven zu töten. In Sparta war das kein Problem anscheinend. Da durftest du deinen Sklaven töten. Nicht nur die Heloten, auch Haussklaven und so. Das gibt es eine Quelle, die das sagt. Eine andere erwähnt, dass in Sparta einmal im Jahr Krieg erklärt wurde gegen die Sklaven. Dieses religiöse Gesetz zu umgehen, hat man quasi gesagt, ja gut, dann erklären wir quasi Krieg gegen die Unterschicht, machen The Purge. Und The Purge ist tatsächlich eigentlich ein spartanisches Konzept, wo dann diese jungen Männer zur Mannwertung quasi einmal ausziehen mussten und einen Heloten töten. Es gab einen festen Feiertag im Jahr, wo alle wussten, okay, an dem Tag ist The Purge. Da werden die 20-Jährigen, 19-Jährigen reiten da nachts mit ihren Schwertern aus. Und jeder, der die Idee war, auszudünnen, die Starken in der unterdrückten Bevölkerung, die Starken, die Wehrhaften, die Widerstandsfähigen, die besonders vielleicht aufsässig waren im letzten Jahr, durch gezielte Morde einmal im Jahr auszudünnen. Als Althistoriker, der das auch irgendwann mal studiert hat, also ein Seminar über Sparta gehabt hat, ich bin deswegen so still, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil er referiert genau das, was ich auch weiß. Ich kann da nicht viel hinzusetzen, weil das ist quasi auch der Bildungsstand, den ich auch noch irgendwo im Hinterkopf habe. Aber sorry. Ich weiß, dass ein Kommilitone damals von mir in dem Seminar sagte, das war dann also so, man konnte dann einfach in Sparta rumlaufen, durch Lakedaimonienkauf laufen und einfach sich einen Heloten einfangen und den umbringen. So als Frage. Also ja, du musstest das wahrscheinlich sogar, um Mann zu werden. Also es war quasi auch, aber es war eben, wir müssen uns vergegenwärtigen, es gab sehr wenige spartanische Vollbürger, die Spartaner waren und nicht zu diesen anderen Bevölkerungsgruppen gehört haben. Und dadurch war das eine kleine aristokratische Minderheit, die eine Terrorherrschaft über eine deutliche Mehrheit ausgeübt hat. Die hatten doch später auch das Problem, dass eben weil sie sich mit den Heloten und Periurgen nicht vermischt haben, immer unter sich geblieben sind, dass die Anzahl der Vollbürger immer weniger wurde und dass sie dann das Problem hatten, wir haben nicht mehr genug Leute. Ja, Teil des Problems war wahrscheinlich auch diese Erziehung, dass die Jungs, du hast so gemeint, die konnten zusammen rumrennen, die waren zu sich getrennt. Also die Mädels haben tatsächlich viel mehr Sport gemacht wie in den anderen Polissen. Aber also was wir ursprünglich über die Bildung wissen, ist, dass die Jungs eigentlich nur vom Alter, sobald sie 7 Jahre alt waren, in so eine Art Schule gegangen sind. Da geht es aber noch nicht um dieses Spartanische, was man später kennt, irgendwie und vor allem nicht aus 300 nackt irgendwelche Wölfe töten im Schnee. Sondern da ging es darum, dass die tagsüber irgendwo hingegangen sind, ihnen erklärt wurde, die haben Lieder und Tänze beigebracht bekommen und ihnen wurde erklärt, wie man ein guter Spartiat ist, was quasi so eine aristokratische Erziehung. Und das war quasi mehr Pädagogik. Und dann aus späteren Zeiten wissen wir dann, dass ihnen anscheinend zu wenig zu essen gegeben wurde. Das sind Praktiken, die wir auch aus dem preußischen Militär kennen. Zum Beispiel, dass gezielt den Soldaten zu wenig zu essen gegeben wurde, damit sie stehlen mussten, als Teambuilding-Exercise.
Wenn wir die so ein bisschen aushungern, dann sparen wir erstmal Geld. Und zweitens, und dann werden die ein bisschen findiger, die werden raffiniert. Das können die danach auf dem Kriegszug auch einsetzen, um Essen auch oder unterwegs zu erbeuten und so. Da lernen die schon mal wichtige Sachen. Und genau. So wurde das dann später anscheinend mit integriert. Aber die Jungs haben tatsächlich Zeit in ihrer Männerriege viel verbracht. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die sogenannte dorische Knabenliebe. Also dieses Ideal, dass eben viele homoerotische und homosexuelle Beziehungen unter den Männern oder jungen Knaben. Ja, also dass quasi ein spartanischer Vollbürger einen Jungen quasi unter seine Fittiche genommen hat und dabei auch sexuelle Handlungen, die heute als päderastische Handlungen zu deklarieren werden, auch ein Teil davon war. Das war auch dass dieses Mentor sein, das Ausbilder sein und so, aber halt auch. Und das ist, was dann natürlich in der, ich sag mal, in den letzten 2000 Jahren, gerade hier im christlich geprägten Europa, auch so ein Teil des Ekels auch vor Sparta war. Tatsächlich kommt, ich hatte mal einen Kurs, ein Seminar zur Körpergeschichte, wo wir auch über wo ich einen Vortrag über Sexualität im antiken Griechenland gehalten habe auch. Und ich habe das nochmal ein bisschen nachrecherchiert von damals, weil mir das nicht mehr alles so präsent war. Und tatsächlich kommt das wahrscheinlich aus Kreta. Also der aktuelle Stand, was ich gefunden habe, war, dass das wahrscheinlich so um 650 vor Christus ausgehend von Kreta auf die griechischen Städte des Kernlands als kultureller Export tatsächlich übergegriffen hat. Ja. Aha. Also eine Art Mode, wenn man will. Ich finde die Vorstellung wirklich, also how the fuck kann das eine Mode werden? Das Ganze wird dann in Athen zu dem, was man so als klassische Form, wurde auch im Griechischen als Päderastia bezeichnet quasi damals, ne? Und hat sich dann eben ja in Athen, Sparta und eigentlich in allen großen Städten im 5. Jahrhundert verbreitet. Und das Spannende, was ich fand, war, dass es ein Symbol der aristokratischen Oberschicht war. Das heißt, es war nicht was der normale Mann, der normale Durchschnittsbürger, dein normaler Schreiner hatte nicht die Zeit, sich nebenbei noch einen geliebten Jüngling im Gymnasium irgendwie anzugucken. Diese Institution, quasi diese kulturelle Mode, wurde deswegen auch in der Demokratie in Athen, nachdem es dann den demokratischen Wechsel quasi gab, die Revolution in Athen sozusagen, gegen die Oligarchie, dann mehr und mehr verpönt. Weil es eben als Zeichen dieses alten Systems galt und als undemokratisch eigentlich. Es wurde weiterhin praktiziert, aber eben hauptsächlich dann von den Aristokraten im Privaten und nicht mehr so öffentlich wie vorher. Und wir haben spannenderweise ja den Begriff der platonischen Liebe. Und Platon hat das Konzept der Päderastia seiner Zeit genommen und verändert und hat gesagt, wir machen keinen Geschlechtsverkehr mehr. Er hat das Ganze so auf so ein bisschen diese Mentorschaft, so wie bei den Samurai übrigens auch. Ich weiß nicht, ob also Teil des Original Bushido bei den Samurai war auch Sex mit den auszubildenden Samurai, also homoerotische sexuelle Beziehungen. Ja, also the Samurai. Platons Begehren war das Ganze durch Schenkelsex zu ersetzen. Also du hast quasi dann Olivenöl zwischen deine Schenkel gerieben, statt irgend, ja, und der Jüngling sollte dabei keinerlei Erregung verspüren, deswegen die Schenkel für ihn nur und die Erregung ist nur dem Lehrer vorbehalten. Das war quasi die kulturelle Verfeinerung dieser als problematisch angesehenen aristokratischen Praxis. Und klare komische Regeln im antiken Griechenland, in der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert. Wir haben so ein paar Reden, wo Gegner für ihre Sexualität angegriffen werden. Aha. Also, wo du gezielte Gegner denunzierst und einer wird denunziert, weil er nur mit seiner Frau Sex hat. Quasi ein Spiegel ein bisschen in die Andersheit der Standards der Griechen. Ja, das, also über die athenische Sexualität kann man das so sagen, dass die Prostituierten, die Hetären, deswegen so gut waren besonders gut angesehen, weil man die eigene Frau quasi im Haus gelassen hat und die durfte da auch nicht raus. Und wenn es ein Mann nach Sex mit einer Frau gelüstete, dann ging er zu einer professionellen Prostituierten, einer Hetäre. Und die waren halt auch
kulturell irgendwie gebildet, also so ähnlich, wie man sich das bei den japanischen Geishas auch denkt. Also die eine. Ja, da habe ich gerade auch dran gedacht als Vergleich. Ja, ja. Auch wenn das für uns heute so ein bisschen befremdlich ist, was die alten Griechen da so gemacht haben. Aber wir haben das ja heute immer noch außerhalb unserer europäischen westlichen Sicht. Und wir sind ja noch weit liberaler als zum Beispiel die Nordamerikaner. Aber in anderen Ländern, in Südamerika, wird mit Sexualität ganz anders umgegangen, inwieweit das intim und privat ist, wie das in der Öffentlichkeit ist. Das heißt natürlich nicht, dass die alle draußen auf der Straße dann miteinander kopulieren. Aber das haben wir ja heute auch noch. Und wenn wir aus unserem Moralkontinuum... Ihr habt das doch bei euch im Rheinland. Fasching heißt es doch bei euch, Fastnacht. Da kopuliert ihr alle auf der Straße. Habe ich gehört, das ist ja quasi das Gleiche wie der Karneval. Da hast du mich, ne? da hast du mich eiskalt erwischt. Nein, das ist nicht, das ist... Es gibt zwar junge Leute, die aus dem großen Einzugsgebiet nach Köln oder andere Hochburgen hinfahren, um sich sinnlos zu betrinken. Das hat aber wenig, sehr wenig mit dem klassischen Karneval als Volksbrauch zu tun. Was aber, du sagst, in Köln wird nicht korpuliert beim Karneval? Doch, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ich wollte immer mal ein eigenes Video machen über Karneval und hatte dafür auch einen guten Interviewpartner, der ist mir aber leider weggestorben. Wow. Und dann habe ich das wieder auf Eis gelegt. Aber irgendwann wollte ich auch mal was zu Karneval machen, hat auch was mit Humor zu tun, aber es ist auch sehr viel Ernst dabei und ein bisschen Augenzwinkern. Aber es ist halt nicht nur Party machen und wildes Herumkopulieren. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den Hetären und bei der Sexualmoral der alten Griechen. Ja, stimmt. Ja, die ganze Sache mit den Hetären, die Frauen, die Ehefrau wurde halt hauptsächlich als Hausherrin gesehen. Wenn du Homer liest oder so, geht es immer darum, wie viele Stoffe sie produzieren kann in ihrer Weberei mit ihren Hausklavinnen und so. Und es ist die Person, die, wenn der Mann 8 Jahre im Trojanischen Krieg ist, 8 Jahre lang dafür sorgt, dass zu Hause der Hof weiterläuft. Und also das ist quasi, es gibt so eine Art Partnerschaft, so eine duale, die aber natürlich, was die Rechte und Freiheiten angeht, extrem von den Männern bestimmt wird. Die antike griechische Gesellschaft ist extrem patriarchal, also ein extremes Patriarchat. Ja. Und die Rechte der Frauen, also in Sparta konnten die Frauen anscheinend etwas erben und konnten Besitz erben. Und das konnten sie in Athen zum Beispiel nicht. Deswegen gelten die spartanischen Frauen als Freier und so, aber im Endeffekt... Obwohl, ich erinnere mich an ein Seminar, ich glaube, Frauen in der Antike, ich hatte irgendwas über Frauenrechte, und zwar aus Gortyn, Inschriften aus Gortyn auf Kreta, wo es eine teilweise matrilineare Vererbungsreihe gibt. Ich weiß, dass wir das in alter Geschichte mehrmals durchdekliniert haben, dass es in manchen griechischen Teil Kollektiven, Poleis, matrilineare Vererbungslinien gibt oder gab. Also wo halt das Erbe immer von der Mutter auf die Tochter übergegangen ist. Erinnerst du dich noch, waren das kleinere oder war das irgendwas Großes, was man kennt? Ne, mir spontan fällt ein, dass ich dazu Inschriften aus Gortyn auf Kreta mir angeguckt hatte oder die Transkription davon. Ich krieg es jetzt nicht mehr zusammen, wo das war. An die Zuhörer, wenn du das nicht rausschneidest, es ist Montagmorgen und es ist 20 Jahre her. Die verzeihen dir das sicher, die Zuhörer. Aber wir können sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast, grundsätzlich, so diese Männervorherrschaft. Aber es lässt sich auch irgendwo, der Experte weiß nur gerade nicht wo, es lässt sich auch das Gegenteil irgendwo belegen. Ja, und ich denke, um den Exkurs mit der dorischen Männerliebe kurz abzuschließen, ist, dass wir generell sehen können in der griechischen Welt, dass durch den Hellenismus und nach den Eroberungen von Alexander dem Großen sich zuerst das Ideal der Männerliebe zwischen erwachsenen Männern, wie das in Makedonien praktiziert wird, quasi gegen die Knabenliebe durchsetzt als neues Ideal nach der Eroberung Gesamtgriechenlands durch die Makedonier, die übrigens auch die Spartaner hart zerstören. Und dann
entwickelt sich zunehmend zu diesem noch spätplatonischen Ideal, wo es dann wirklich darum geht, quasi auch intellektuelle und homosoziale Beziehungen in den Vordergrund zu stehen. Viele Männer, die zusammen trinken, war ja generell für die Griechen ein wichtiges Ideal, die trinken mit den Buddies und über Philosophie reden. So. Außer in Sparta. Sparta war tatsächlich eine Gesellschaft, wo diese ganzen Sachen, die wir aus den anderen, also aus anderen Polis kennen, eher verpönt zu kurz war. Kommt. Ja, genau, wo wir dann eben diesen starken Fokus doch halt haben. Also wir haben, auch wenn Sparta, wir haben eben diese wenigen Selbstzeugnisse, weil wir dort ein extrem verkürztes Kulturbild haben und extrem anderes Männlichkeitsideal. Es erinnert mich ein bisschen an das amerikanische Männlichkeitsideal, so dieser John Wayne Cowboy-Typ, der noch nie ein Buch gelesen hat. Also tatsächlich wird Intellektualität, ich würde sagen, das ist in Europa anders, aber ich würde sagen, in Nordamerika wird Intellektualität viel mehr immer noch über diesen Football, Jock, Sports Idealtypus repräsentiert, als über intellektuelle Buchwürmer. Es gibt auch in Amerika ganz viele unterschiedliche Männlichkeitsideale, aber das wird auf jeden Fall. Also amerikanische Männlichkeit, das ist irgendwie immer der Mann, der sich daran erinnert, wie er als Junge mit seinem Vater fischen gegangen ist. Das ist so ein Motiv, das hast du in unzähligen Filmen, Serien immer, als ich mit meinem alten Herrn fischen war und diese Fliegenfische, die Köder. Oder dass er ihm nie einen Ball zugeworfen hat, auch sehr beliebt, dass er nie mit ihm Baseball geübt hat im Garten. Das und das andere Stereotyp ist, dass der Schwiegervater immer ein beinharter Ex-Militär ist. Der Colonel, dein Vater, der konnte mich noch nie leiden. Der spricht mich immer mit dem falschen Namen an. Also der Schwiegervater, der es dem Schwiegersohn nicht verzeiht, dass er ihm die Tochter, die Prinzessin, geraubt hat. Oh ja, das ist auch sehr beliebt. Ja. Das ist das letzte Klischee, was mir zu amerikanischen Familien einfällt, auf Männerrollen bezogen. Der Sohn, der in der Pubertät ist und so ein bisschen Probleme hat, diese Männerrolle wahrzunehmen, der vielleicht verweichlicht ist oder in den Augen des Vaters und irgendwie gehemmt ist in vielen Dingen. Ja. Und also wenn ich an das Männlichkeitsbild denke, ist es natürlich ein bisschen altertümlich, aber natürlich dieser klassische Cowboy wird natürlich auch immer wieder als Idealtypus recycelt in anderen historischen Kontexten, sei das jetzt Taxi Driver oder Fight Club oder also ja. der auf sich allein gestellte Mann, der keine Bücher liest. Ja. Wobei, das fällt mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was Ernsteres, aber wir schlagen ja große Bögen heute. So ein gewisses Maß an Anti-Intellektualität oder Anti-Wissenschaftlichkeit ist ja irgendwo auch ein Teil Nährboden für eher rechte Gesinnungen. Lässt sich sagen, ja, natürlich muss ich das auch irgendwie wissenschaftlich belegen, warum jetzt die Arier die Überlegenen sind, aber beim Fußvolk, so diese, ich sag mal, Stimmvieh für solche Strömungen, wenn da jemand kommt und sagt, ja, wissenschaftlich gesehen ist das ja gar nicht so, sondern wir haben ja alle rotes Blut und die Unterschiede zwischen, ne, also da heißt es, ach, du hast studiert, du hast keine Ahnung vom richtigen Leben, wir sind das Volk, Ja. Ja, aber deswegen, also das ist ja die Bemühung unseres Podcasts. Wir sprechen ja ganz, ganz gezielt solche Themen an, die in Verschwörungstheorien oder in solchen Kreisen. Wo verzerrte Geschichtsbilder zu Propaganda benutzt werden. Ja. Da reden wir gerne drüber hier. Dass man damit nicht jeden erreicht, wenn man den Leuten erklärt, das war jetzt historisch gar nicht so, na, ist klar, absolut, weil da wird oft eben mit sehr vereinfachten Stereotypen gearbeitet. Es reicht, dass 300 da coole Typen Perser töten und das reicht vollkommen als Sinnbild, um sich da pumped zu fühlen, wenn man den Film anguckt. Okay, ja, aber ich denke, es ist gutes Hintergrundwissen zu haben und dann kann man damit machen, was man will. Das ist natürlich die Frage, wie viele Leute kann man damit wirklich erreichen, die da darin verbohrt sind und vom Gegenteil überzeugen. Schwer. Im Idealfall kann man Leute bilden, bevor sie so verbohrt werden. Na, im Idealfall erwischt man die Leute noch ein bisschen mit ihrem Interesse, bevor sie ganz, ganz in der Alternativwelt abdriften. Ich glaube aber, es ist auch immer so eine Zeitepochenfrage oder so eine Generationsumbruchsfrage. Zum Beispiel, ich habe mir das
unfreiwillig angeguckt, hier ganz in der Nähe, ich brauche nicht zu sagen wo, wo ich mir ein paar Stammtischparolen anhören konnte, einer gewissen Partei. Wir brauchen vielleicht nicht näher zu verifizieren. So, aber und dann habe ich mir angeguckt, woher kommt das? Warum sind das so alte, weiße, böse Männer? Sind die von Natur aus böse oder woher kommt das? Dann habe ich mir angeguckt, die sind so und so alt. Die kommen aus einer Lebenswirklichkeit, in der akademischer Hintergrund selten war. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und haben ihre Meinung, ihre Lebenserfahrung. Und was jetzt passiert ist, dass, ich sage es extra überspitzt, junge, studierte Frauen, veganen Hintergrund mit fluider Geschlechtsidentität, ja, um so mal richtig polemisch das zu skizzieren, irgendwas studiert haben und den Verkehr aufhalten, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist etwas, wo ältere Herren nicht mehr mitkommen, weil das weit ab ihrer Lebenswirklichkeit ist und außerhalb ihres nicht-akademischen Hintergrundes, die sie in ihrem Leben haben, sondern immer Handwerk und Angestellte, was weiß ich. Und da kommt jemand, der jung ist, keine Erfahrung hat, in Anführungszeichen, studiert und erzählt da irgendwas von CO2. Und das gibt dann Konfliktpunkt, weil die eine Welt kann mit der anderen Welt nichts anfangen. Es gibt da keine Überschneidung. Und das resultiert dann in einer starken Ablehnung. Ja. So erkläre ich mir zumindest Teile der Anhängerschaft einer gewissen Partei. Ich denke, das sind tatsächlich ganz viele Sachen, die da zusammenkommen. Ich denke, das ist, also die Frage ist, wenn jetzt niemand, also wenn du jetzt auf die letzte Generation eingespielt hast oder so, ja, dass das den Großteil der Bevölkerung eher ärgerlich macht als abholt, irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Wenn Leute irgendwie sich dadurch behindert fühlen, ist die Frage, ob das die optimale Art des Protests ist. Ich habe schon sehr gute Argumente gehört, dass man vielleicht basisdemokratischer arbeiten sollte und mehr versuchen sollte, Leute auf die, also da war der ursprüngliche Ansatz von Fridays for Future, denke ich, zielführender, aber auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in Zeiten der Extreme, der extremen Krisen und die Frage ist, müssen wir jeden am Stammtisch überzeugen, dass es den Klimawandel quasi gibt, bevor wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können, weißt du so, oder muss man die richtigen Maßnahmen ergreifen, weil das jetzt und die richtigen Maßnahmen werden ja wahrscheinlich sowieso nicht ergriffen. Also ich sage gar nicht, dass die ergriffen werden. Also die meisten politischen Scharmützel in unserem Land finden ja über Kleinigkeiten statt im Endeffekt. Ja. Und es wird sich immer über irgendwelche Tannenbäume aufgeregt und so. Also da wird viel amerikanische Debattenkultur, finde ich, auch in unsere politische Landschaft importiert. Und das ist nicht der Fehler Amerikas, sondern das ist der Fehler Deutschlands, dass man das so zulässt. Ne? Ich würde mir generell zielführendere Debatten wünschen und weniger Populismus, aber das bekomme ich wahrscheinlich in diesem Jahrhundert erstmal nicht, befürchte ich. Mal schauen. Bin da ein bisschen pessimistisch mittlerweile. Ich glaube nicht, dass man jeden überzeugen kann, aber man, ich sehe halt irgendwo diese Dissonanz zwischen, die einen haben zwar das Problem erkannt, bauen aber Mist in dem, wie sie es angehen, die anderen haben irgendwelche Probleme, haben aber definitiv vor, Mist zu bauen in dem, was sie sagen. Und das ist ein großer Widerspruch. Und das fühlt sich wirklich an wie die 1920er, wo man genau diesen Spannungsbogen auch in Deutschland aufmachen kann, wo du Seite in Berlin quasi tatsächlich auch was Gesetzgebung teilweise anging, was Freiheitlichkeit, was die neue Verfassung anging und so, Deutschland auf einmal eine der demokratischsten Länder der Welt war offiziell so. Und dann inoffiziell, aber du eben extrem viele sehr antidemokratische Strömungen hast. Und damals lief es wirtschaftlich eben sehr viel schlechter als heute. Deswegen, ich habe immer das Gefühl, die deutsche Politik hängt halt immer stark davon ab, wie gut es Deutschland geht. Und sobald es Deutschland schlecht geht, wie gibt es schöne Zitat von dem einen AfD-Mann? Je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es uns. Und ich finde, das bringt es immer auf den Punkt, dass eben diese Partei, wie du sie genannt hast, habe ich aus dem Namen, dass diese Partei, und es gibt ja noch andere Parteien, die äußerst fragwürdig sind, auch jetzt so stark sind und wir so ein bisschen ein Zersplittern unserer Gesellschaft in unterschiedliche Realitätstunnel
stattfinden. Ja, da kommen wir wieder ein bisschen zu unserem Thema zurück. Also es gibt hier der Autor, der die Illuminati Trilogy geschrieben hat und der beim Discordianismus viel Dan Brown? Mit. Meinst du den? Nein, Dan Brown hat ja später das Originalbuch nur kopiert und schlechter gemacht. Robert Anton Wilson hat da oft drüber geredet, der eben war auch so ein Counterculture-Typ nach dem Zweiten Weltkrieg, der relativ lang gelebt hat und der sehr gute Bücher geschrieben hat. Ich habe es schon ein paar Mal empfohlen im Podcast, lest Bücher von ihm. Und der hat sich in seiner späten Zeit dann nicht viel mit so Realitätstunneln und da beschäftigt und war eben auf der Suche nach Wegen, um Leute aus ihren Realitätstunneln rauszubekommen, beziehungsweise Realitätstunnel übergreifend zu kommunizieren mit Leuten, weil er in den 60ern damals genau das gleiche Problem gesehen hat, eben, wo auf der einen Seite die ganzen Hippies und die ganze Counterculture gab, die gute Ideen hatten, aber das teilweise sehr, sehr, sehr zweifelhaft umgesetzt haben. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die sehr konservative Gesellschaft Amerikas nach dem Zweiten Weltkrieg, die gerade eigentlich im Wirtschaftsboom stecken und dann eben in Vietnam feststecken. Und diesen kulturelle Schere dazwischen drin stand Robert Wilson und hat gesehen, wie nach der Kennedy-Assassination immer mehr Leute Verschwörungstheorien um ihn herumgefallen sind, wie seine persönlichen Freunde Teil der Verschwörung um Kennedy wurden, wie Freunde von ihm ihren Verstand verloren haben und selber später behauptet haben, sie hätten damit zu tun gehabt, obwohl sie nichts zu tun hatten damit. Er war persönlicher Freund mit dem offiziellen Schützen der Kennedy-Assassination. Die waren gemeinsam im Militär. Lee Harvey Oswald. Ja, er kannte Lee Harvey Oswald persönlich. Und darüber hinaus war er mit den Zeitgeschehnissen persönlich sehr eng verbunden und hat dann diese ganze Illuminaten-Verschwörungssache eigentlich in die Welt gesetzt, in die Moderne nochmal, indem er alte Quellen aufgearbeitet hat, historisch, und die im Roman, so eine Art, den Roman geschrieben hat, wo alle Verschwörungstheorien wahr sind, sozusagen, als Detektivroman. Unglaublich lesenswert, macht super Spaß. Ganz viele Quellen drin, die man dann recherchieren kann, die auch zu tatsächlichen Wikipedia-Artikeln führen. Und die ganzen Quellen, die er zitiert, gibt's wirklich. Und es ist wie so eine Schnitzeljagd durch die Geschichte. Und er konstruiert damit quasi den Mythos, den wir heute auch kennen. Wir werden über die Illuminaten dieses Jahr auch nochmal eine Folge machen. Ich will das jetzt nicht alles spoilern. Auf jeden Fall Realitätstunnel, großes Thema. Und bei diesen Realitätstunneln spielen eben Geschichtsbilder eine große Rolle. Das hat Robert Scheer damals und Anton D. Wilson, er haben das erkannt. Und sei das jetzt Sparta oder seien das andere Rückprojektionen aus der späteren Zeit auf die Geschichte, wo man sich Sachen zurechtbiegt, so dass sie einem auch politisch oder gesellschaftlich gerade in den Sinn kommen. Und wie so oft sind eben Geschichtsbilder mehr ein Spiegel der Gesellschaft, die diese Geschichtsbilder entwirft, wie der tatsächlich untersuchten historischen Gesellschaften. Ne? Und das ist bei 300 so bei dem Film, der sagt mehr über die modernen rechten Fantasien und Männerfantasien aus. Bitte. Das stimmt. Ich habe das selber jetzt ein paar Mal tatsächlich auf YouTube gesehen. Da gibt es einen Italiener, der auf Englisch Videos macht zum Thema Antike. Der hat auch über die Antike promoviert. Ich glaube, Metatron heißt der oder so. Ja. Der hat das, wie ich finde, ich kann mir nicht alle Videos angucken, aber ein paar habe ich oder ein bisschen was habe ich gesehen. Der hat das gut auf den Punkt gebracht, dass jetzt in sehr vielen Serien, die auch in der Antike spielen oder Filmen, die Antike spielen, auf einmal die Charaktere vollkommen divers werden, auch Wikinger divers werden, dass da mit androgynen Zügen, mit 147 verschiedenen Hautschattierungen ist, die gut gemeint sind, die die heutige Popkultur oder das Gesellschaftsbild widerspiegeln, die aber absolut ahistorisch sind. Ich meine, als Historiker, was machen wir? Wir gucken uns ja die Vergangenheit an und versuchen die erstmal selber irgendwie einzuordnen und erklären es dann anderen Leuten. Das ist quasi das, was man als Historiker macht. Und wenn man den Befund hat, archäologisch und aus den schriftlichen Quellen, eine römische Legion, da gab es vielleicht einen Afrikaner drin, aber ansonsten waren das alles mediterran mehr oder weniger weiße Leute. Wenn ich das heute. Die Kavallerie, die numidische Kavallerie war zum Beispiel ein Thema, wo man das wieder gut machen könnte. Ich meine, das ist doch. Ja, das stimmt, aber was ich sagen wollte ist, wenn ich das heute sage, als Fachmann speziell mich auf etwas fokussiere, sage, dieser eine war so und so, oder dieses Wikingerschiff von 800, 900,
die waren nicht alle blond, muskulös, mit langen blonden Haaren und Hörnerhelm, die es übrigens auch nicht gab. Hörnerhelm ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Wagner. Die Wagner-Opern haben die Hörnerhelme erfunden. Aber es gab keine schwarzafrikanischen Wikinger. Und ich weiß auch, ob die jetzt teilweise auch androgyne oder geschlechtsfluide Vorlieben, Interessen oder selbst in Definitionen hatten, ist mir keine Quelle bekannt. Dass es das aber in der darstellenden Kunst gibt, die ja Rezeptionsgeschichte macht, also die Geschichte irgendwie versucht darzustellen, zu Unterhaltungszwecken, weniger zu Bildungszwecken, das sagt halt viel mehr über das Jetzt und Hier oder das Hier und Heute aus. Ne? Natürlich, ja. Numidische Kavallerie, hast du absolut recht. Also es gibt ein gutes Beispiel und die Wikinger als Sklavengesellschaft hatten wahrscheinlich schon einige Leute in Skandinavien unterwegs, weil wenn du auf dem Sklavenmarkt in Bagdad unterwegs warst, hast du die Möglichkeit, da kommt die ganze Welt zusammen, sage ich mal. Ne? Ja. Und das muss aber halt dann richtig eingearbeitet werden und sollte dann halt auch genau, im richtigen Kontext stattfinden. Ja. Und da finde ich, wird oft einfach das ist einfach faul. Am Ende ja. zu sagen, ich will jetzt eine Geschichte erzählen, die so ist, wie ich die gerne habe, anstatt zu sagen, ich suche vielleicht ein bisschen besser nach einem weniger perfekten und ein bisschen mehr komplexeren, echten historischen Vorbild, das ich dann, mit dem ich mich auseinandersetze und das ich dann irgendwie versuche, gut einzuarbeiten. Ne? Und das würde ich mir aber wünschen. Also und das würde ich mir auch wünschen, wenn es um alles Mögliche geht. Da geht es um, das beschränkt sich ja dann tatsächlich nicht nur auf Netflix-Serien. Genau, ich finde auch, es gibt eine große Verwirrung in der Popkultur teilweise. Es gibt jetzt, du hast es mit den Hautfarben angesprochen jetzt gerade so ein bisschen. Es gibt ja jetzt die Untersuchung, dass quasi in Europa die steinzeitliche Bevölkerung ja, dunkelhäutig war. Dunkelhäutig war. Ja. Und diese Anomalie des Weißseins an sich, glaube ich, das erste Mal, ich glaube, das älteste Grab ist 8000 vor Christus oder so, was sie gefunden haben in Skandinavien. Nagelt mich bitte auch nicht auf diese Zeit fest, wir können es, googelt es gerne, da wird ihr die richtige Zeit direkt finden, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber dass eben diese, was danach zu einem großen Thema wurde, auf einmal die Hautfarbe in der Zeit des Kolonialismus und in der frühen Neuzeit auf einmal ein großes Thema wurde. In der Antike war Hautfarbe generell kein so großes Thema. Genau, generell. Und das generell, ich will auch demnächst mal eine Folge drüber machen, über diese Erfindung des modernen Bilds von Rassen in Frankreich. Das ist tatsächlich eine französische Erfindung. Und dass es da tatsächlich eben relativ klare Linien gibt, wo man sich das entwickeln sieht, weil man auf einmal das Problem hat, dass man koloniale Empire besitzt. Ja, das finde ich, ist ein sehr gutes Ende eigentlich der ersten Folge, was wir jetzt hier gerade nochmal nachkonstruiert haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Den zweiten Teil werden wir bei Patreon hochladen. Und zwar als erste Bonusfolge wir bei uns auf dem Patreon und Martin bei sich auf dem Patreon. Das heißt, wir wollen damit euch eigentlich nur einen kleinen Anreiz geben, also unsere jeweiligen Unterstützer belohnen dafür, dass sie uns bis jetzt unterstützt haben, ein bisschen Hoffnung machen, dass wir vielleicht hin und wieder mal Premium-Content produzieren und alle anderen dazu einladen, uns auf Patreon zu unterstützen. Martin Mundorf könnt ihr einfach googeln mit Patreon zusammen, kommt direkt und bei uns ist auch verlinkt. Genau, ist auch überall verlinkt, bei uns auch, findet ihr an allen Links und wenn ihr googelt alle Zeit der Welt Patreon, kommen wir auch. Und da gibt es ab und zu kleine Updates, ein paar Screenshots bei uns, ein bisschen Statistiken und Behind-the-Scenes-Zeug. Und die Folgen bis jetzt immer ein paar Tage früher, so 3 Tage vorher kommen unsere Podcast-Folgen dort werbefrei raus. Ich weiß, auch ein bisschen nervig, manchmal die Sachen bei YouTube oder bei Spotify zu hören, weil da eben automatisch Werbung dazwischen geschaltet wird. Aber auf Patreon ist es dann für 3 Euro im Monat oder so alles kostenlos und ihr habt den ganzen Backlog an Sachen. Und wir hoffen auch ein bisschen eine kleine Bibliothek an Premium-Content aufzubauen. Eine Folge ist noch nicht der große Anreiz, aber wenn wir da vielleicht mal 20 Stunden oder so Premium-Content haben, ist es natürlich auch für euch ein Mehrwert und ein Anreiz, uns zu abonnieren und bei Patreon zu unterstützen in dem, was wir hier machen. Genau. Willst du noch was dazu sagen zur Unterstützung? Es ist immer gut, wenn man Leute unterstützt, die sich Mühe geben, anderen Leuten was zu erklären. Ja, das würde ich so unterschreiben. Wir freuen uns über für alle, die uns unterstützen. Ansonsten, wenn ihr kein Geld überhaupt verstehe ich absolut. Lasst uns beiden eine gute Bewertung da, also uns auf Spotify oder vor allem folgt Martin auf YouTube.
Das wäre ein großes Anliegen. Ja, da würde ich mich freuen. Genau, Martin folgen und Videos anschauen, weil die sind alle sehr gut und haben mittlerweile auch so krasse 3D-Flüge und so drin. Ich war die letzten Videos wirklich beeindruckt von dem Sprung in der Produktionsqualität, der da auch einmal mitunter teilweise zwischen den Videos drin ist. Und hat mich auf jeden Fall auch inspiriert, bei uns mal videotechnisch ein bisschen mehr zu machen vielleicht. Unterstützt Martin, schaut seine coolen Videos, wo er im Detail Sachen erklärt, für die wir heute keine Zeit hatten. Wir werden uns bestimmt mal wieder demnächst auch für den Talk treffen. Ich glaube, das mir hat es heute viel Spaß gemacht. Ich heute für dich was auch irgendwie ergiebig. Ja, doch, und doch. Wir schauen einfach mal, was die Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen. Gebt uns Feedback, ob wir das mal wieder machen sollen. Das letzte Mal war es ja sehr positiv. Bin gespannt, was heute rauskommt. Man weiß es nie. Bewertet, kommentiert, liked, whatever. Schickt es an Leute, die ihr denkt, dass es ihnen gefallen könnte. Wir freuen uns. Ja, genau, teilen. Ja. Weitergeben, das ist ganz wichtig. Ja, wir machen selber eigentlich keine große Werbung dafür, von daher hängen wir davon ab, dass ihr das an eure weirden Freunde schickt, wo ihr denkt, der redet auch immer zu viel über Geschichte.